Kein Lava unter dem, verdammt. Ist auch noch Gold. Ja, genau. Lass mich ruhig in die Lava fallen, dann ist auch das ganze Gold weg. Das wäre sehr intelligent, Rather. Ich habe schon geguckt, ob da kein nichts unter dem ist. Ja, ist klar. Mhm, das fällt dir jetzt ein. Ja, ich hab dich auch gern. Ja, wirklich, ja. Du kleines Äffchen. Perfekt. Kleines. Ich weiß. Also ich gehe jetzt wieder nach oben, weil die Stimmung hier unten macht mich depressiv. Ja, ich nehme jetzt auch noch den letzten Eisenbahn, der jetzt gleich fertig wird, hier raus und dann bin ich oben. Mich macht's übelst müde. Ja. Wenn ich wüsste, wie man wieder herauskommt. So, dann alle hoch, wir bauen oben wieder was. Jeder, was er will, irgendwie. Ich habe alles rausgenommen, Rio, ist nichts mehr drin. Lass die Sachen noch hier unten stehen, falls man wieder hier runtergeht. So, wie kommt man hier raus? Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Lass uns mal zusammenbleiben, das wäre, glaube ich, intelligent, ja. Mikandra, aber ich bin auch überhaupt nicht. Ja, yeah. Ich würde gerne kommen. Ah, guck mal, da ist die Treppe. Ja, ich würde gerne kommen. Der Krieg gleich. Ich muss mal eben weg. Für so eine halbe Stunde, Stunde. Lol. Halbe Stunde, Stunde. Das hat aber gedauert, Rio. Nee. Ob ich dazu was sage oder nicht. Ich wollte zu unserer Treppe, war doch klar, oder? War das ein Jump? Kann das nicht irgendjemand übernehmen? Also ich bin jetzt gleich bei der Treppe. Alles gut. Der Sprung war nicht so schlimm. Oh fuck, sorry. Das war nicht mit Absicht. Das war nicht mit Absicht. Ja. Dankeschön. So. Das. Jetzt springt er auch noch auf die Frau. Rio, du stehst heute wieder auf dem Sofa, ne? Damit er klar ist. Ich wollte dich nur besteigen. Das tut mir leid. Und sie weint gleich. Sie freut sich. Natürlich. Natürlich. Oh, Kohle. Rar. Eine Menge Kohle. Oh, wie sich das angehört. Oh, Kohle, ich kann nichts mehr essen. Oh, Kohle. Oh. Kohle. Jetzt haben wir genug, oder? Wie viel Kohle habt ihr? Ach, das ist so schade. 1, 2, 3, etwas über 3 Stacks. Ne? Ich hab 2 Stacks. Was, wer nicht mehr da ist? Walter. Ach, hast du das leere Schild da oben gesehen? Walter Bishop. Walter ist nicht mehr da. Ich hab jetzt was Cooles gesehen, übrigens bei YouTube. Ach, sag bloß. Ja. Ja, was cool ist. Fanny bei YouTube gesehen? Nee, ich habe gesehen, eine Annäherungsmechanismus, der was auslöst, wenn man sich annähert. Sehr geil. Aha. In Minecraft? In Minecraft. Und wie? Mit Spinnen. Bin draußen. Mit Spinnen? Spinnen unterirdisch und dann Schalter bauen und dann, wenn du da drüber läufst, wir sehen die dich ja an und laufen hinter dir her und dann gehen die auf diese Schalter drauf und dann lösen sie was aus. Ah, interessant. Richtig geil eigentlich. Oh, ich bin draußen. Vielen Dank für eigentlich? Das Spiel. Nee, ist richtig cool. Oh, ich sehe Blumen. Tageslicht. Damit könnte man quasi Türen bauen, die aufgehen, wenn man drauf zuläuft, ohne dass da ein Schalter ist. Gibt auch viel zu wenig Let's Plays, die so ein bisschen mit Minecraft, Redstone, muss ich sagen. Mit Redstone-Mechanismen rumspielen. Die meisten mal nur schnödes Minecraft. Das ist mittlerweile total ausgelutscht. Ich gehe jetzt übrigens aufs Klo, ne? Nicht, dass wieder heißt hier, wir spielen 150 Folgen, ohne dass wir aufs Klo gehen. Ja, kannst du auch geräuschlos machen, ey. Meine Güte, ich sitze bei mir zu Hause auch nicht auf Klo und sage, oh, warte, Schatz, es kommt gleich. Oh, blub. Nicht? Ich mach das immer so. Das hast du aber schön gesagt, Rio. Das blub, oder? Blub? Blub. Oder eher das. Ja, liebe Minecraft-Freunde. Nehmt uns nicht ganz ernst. Ach. Wir haben wieder Spaß. Oh, Rio, jetzt aber sieht das Goldschwert gut aus. Meine Fresse. In diesem Texture-Pack. Meine Fresse, dubdidu. Meine Fresse, schwappdiba. Ich habe gerade noch was gesehen. Ich muss noch ein bisschen was gucken, eben kurz hier unten, bevor ich dann auch gleich mal hochkomme. Gut, dass die Zuschauer natürlich mir zugucken müssen. Haha. Wir sind schon oben an der Oberfläche. Und es ist Tag. Oh ja, das ist es. Das ist cool, wenn Tag ist.
Ich komme auch gleich hoch. Ich will nur diesen einen Gang hier noch sehen. Ah ja, das ist auch hier zu Ende. Ich nehme noch das Eisen mit und dann ist gut. Man müsste auch so eine Goldzäune bauen können. Also mit Gold müssten sie viel mehr machen. Finde ich schade. Also bei manchen Sachen finde ich es schade. Ja, Gold ist einfach für fast nichts gebrochen, außer man macht irgendwelche Minecraft Railroad. Ja, sie könnten genau wie bei Gold, bei Iron könnten sie eigentlich so eine Goldgitter machen zum Beispiel oder sowas. Also du kannst ja prinzipiell aus Gold genau das gleiche schmieden. Also warum das nicht tun? Ja, stimmt. Aber naja. Ja, da müssen wir wohl selber programmieren oder einfach damit leben. Oder einfach warten, bis Mojang da irgendwas gemacht hat. Oder sie einfach mal flamen. Ja. Ja, definitiv. Oder Goldfenster. Wie komme ich eigentlich hier raus? Ich bin jetzt die zweite Treppe hochgekommen, aber ich komme nicht mehr nach oben. Kleines Püppchen. Machen wir jetzt. Ich baue gleich immer. Hast du eine Arena gesagt? Ja, da war ich doch schon am Anfang. Das wird doch das da hinten, was ich baue. Ach so. Kann man dir da helfen? Mir ist nicht so. Ja, kann man. Naja, ich komme nicht raus. Schneller. Ja, ich will nur was sagen. Ich wollte den Boden rausheben und Wasser reinmachen. In die Arena. Ja, da fällt man dann rein ins Wasser. Da. Kohle. Seid ihr immer noch da unten? Ich versuche gerade rauszukommen. Ich habe nur den Weg nicht gefunden. Ich mache mir jetzt einen eigenen. Ich bin oben. Was machst du, Fanny? Ich baue gerade so das ganze Lager aus Holz ist oder die Wände. So, ich geh jetzt wieder nach oben. Also ich mach da jetzt überall die Erde weg, oder was? Ja, genau. Das mache ich doch gerne. Rather, hattest du zufällig eine orangene Katze, die du am Brunnen abgesetzt hast? Nee, meine Katze saß unten an der Treppe. Tja. Was soll das denn für eine Arena sein? Eine Unterwasser-Arena? Nein, die Arena ist ja oben drüber, man fällt nur ins Wasser. Jetzt hab ich das falsche Holz. Es wird dann eine Spleef-Arena. Also, ich muss mal eben jetzt hier. Wo ist denn unsere Kohlekiste? Ich muss mal jetzt das ganze Zeug wegräumen. Toll. Jetzt muss ich neues Holz suchen. Wie sieht so ein unspektakulär aus? Fände hier dicht Holz rum hier hinten noch. Ja, aber es ist alles. Es ist falsche Holz. Das Dunkle. Ach so. Rather, gibt's ja eigentlich im Umkreis irgendwo Meer oder Wasser, ganz viel. Wieso? Willst du ein Schiff bauen? Nein. Sondern? Verrate ich doch nicht. Dann wär's ja keine Überraschung. Ach so. Ein Creeper noch. Warte mal, ich scroll mal meine Mini-Map raus. Ich sehe keinen, nix. Nimm dies! Ein! Kohle, Redstone, Nether, Dreck. Glas, Sand, Schnee. Doch, es gibt auch Wasser. Du musst nur links. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist alles ziemlich weit weg. Am besten baust du den Höllenportal und kommst irgendwo wieder raus. Ist wahrscheinlich jetzt der schnellste Weg. Rio. Ja. Wo kommt denn der Cobblestone hin? Tut mir leid. Steine. Da oben. Unten ins Lager. Irgendwo. Ja, ich hab's gefunden. Steine. Ich hab's gerade gefunden. Irgendwo bei Steinen. Aha. Ich werde ihn brennen! Ich werde ihn brennen, bis er fester Stein ist! So lange werde ich ihn brennen, diesen Cobblestone! Jo, ganz ruhig. Entschuldigung. Ich werde mal merkwürdig, wenn ich müde werde. Weißt du, gar kein Problem, weil die Männer in weißen Jacken oder mit den weißen Jacken, die kommen gleich und dann nehmen die dich komm, mit. Komm, der ist so alt. Der tut schon weh. Der tut nicht weh. Der ist extra für dich. Habe ich den ausgegraben. Robot! Hallo, mein Name ist Optimus und ich bin Anführer der Autobots. Wer war das? Fanny, oder? Nein. Warte mal, wie geht es? Lucanta? Hallo. Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin Optimus Prime und Anführer der Autobots. Lange waren die Rollen. Bitte sendet ein Signal oder irgendetwas, wenn ihr diese Nachricht empfangen könnt. Wir suchen euch, um uns wieder zu vereinen. Um gegen Megatron. Oh fuck, hier brennt es! Nein! Ey, was ist denn hier los? Wir haben kein World Edit mehr, kann das sein? Haben wir nicht mehr. World Guard meinst du? World Guard, ja, schön. Unser Lager hat gerade Feuer gefunden. Echt? Das brennt auch, sorry. Schön. Und jetzt? Was wolltest du machen? Achso, du wolltest da Holz hinpacken. Achso, Fanny war das. Oh. Fanny ist schuld. Aber World Guard hatten wir noch nie drauf, von daher. Ah, okay. Brennt es nicht mehr. Soll ich mit Wasser kommen? Warum soll ich auf World Guard drauf machen? Weil ich vertraue euch doch allen. Was wolltest denn du da machen?
Aber ich mach doch hier gerade das ganze Lager aus Holz. Ach so. Dann solltest du es vielleicht beim Mülleimer nicht machen. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich wusste nicht, den brennen. Den Mülleimer machen wir aus Gold. Ja, aber auch neu, dass es brennt. Wieso? Holz brennt. Holz brennt. Seit wann brennt Holz denn? Also bitte, das ist doch seit der Steinzeit. Nee, aber ich hab das bei Minecraft noch nie gesehen, dass es brennt, deswegen. Ich hab schon in meinem im Singleplayer-Let's Play mein Haus abgefackelt. Entschuldigung. Oh. Hab ich den Rio gehauen. Dabei wollte ich den Rio doch gar nicht hauen. Das hat er bestimmt verdient. Hä? Oder ich Alex. Rio, soll ich dir die Haare schneiden? Ja. Ich hab eine Schere dabei. Mir wann die Haare? Wann kommst du nur dahin? Ja, ich hab eine Schere dabei. Wohin? Ich hab zu dir, ich komme gleich. Ich wollte nur mal, weil wir kein Essen mehr haben, auch mal ein bisschen was zu essen jetzt gerade einsammeln. Soll ich dir Wasser reinmachen auf dem Boden? Oh. Ja, das kannst du machen. Hast du. Oh! Ich wollte mit rechts schneiden. Und ich habe. Bitte nicht weit. Jetzt hat der Rio einen schönen neuen Haarschnitt. Oh, ich mache ein Friseurstudio auf hier. Ja, nur wo ich den Haarschnitt habe. Hast du gemerkt, wo du hingezielt hast mit der Schere? Auf den Kopf? Ja, das habe ich aber anders wahrgenommen. Rio Cut? LP. Rio Cut LP, das sage ich jetzt immer, wenn ich böse bin. Gehänge? Okay. Hallo Katze, möchtest was du einen Haarschnitt? Was hast du mit deinem Gehänge, ey? Das hast du so schön gesagt einmal. Du hast irgendwas mal gesagt, wir kommen auf dein Gehänge zu sprechen. Und deswegen... Ich habe gesagt, es geht immer nur um mein Gehänge. Ja. Man muss immer über kleine Sachen reden, ja, damit man sich größer fühlt. Ja, was anderes ist ja auch total uninteressant. Ich sag dazu mal nichts. Ah, schön. Mr. Resonant. Ah ja. LP. Verzeihung. Kann das sein, dass es erweitert wurde, dass man weiter abbauen kann? Also, dass man weiter was setzen kann und so? Ich meine. Was willst du uns sagen, Fanny? Na, dass man. Guck mal, normalerweise. Stell mal vor dir jetzt einen Stein hin, ja, oder einen Block hin. Ja. Und dann geh mal weiter weg davon und versuch ihn abzubauen. Dass das erweitert wurde, dass man jetzt weiter, Glaube ich nicht. Das wäre eine große Änderung gewesen, also. Legen wir uns erstmal gleich schlafen, dann bauen wir weiter, oder? Was machen wir? Hm. Oh, ist das süß. Was ist süß? Ach nix, alles gut. Ich habe gerade nur eine E-Mail gelesen hier von Twitter und so. Ja. Du liest E-Mails, während wir Minecraft-WG zocken. Ja klar. Das mache ich auch. Oh, das ist ja hübsch hier. Ist das hier eine Lampe von dir? Ja, ich baue die jetzt gleich. Ich baue jetzt die Lampe. Die ist sehr hübsch, diese Laterne. Das freut mich. Die sieht sehr futuristisch aus. Sowas hätte Fee auch gebaut. Oh, sowas will ich für Cube City. Ah. Schon nochmal was ich dir für Cube City an eine Idee gebracht habe, ja? Was war da mit dem Brunnen, glaube ich, bei den hängenden Gärten? Kann sein, ach, das stimmt. Aber das habe ich noch nicht in die Tat umgesetzt. Alle ins Bett! Ja, Papa. Ja, Papa. Ja, Papa, ich komme ins Bett. Ha! Ich lag da gerade schon drin, ich habe nur... Ich hab nur was gedrückt und dann war ich wieder draußen. Jetzt hab ich mein Mikro angespuckt. Mach ich täglich. Oh, mein schönes Mikro. Ich hab dich so lieb. Was für ein Mikro hast du? Das ist T-Bone SC440. 0,190. 440, okay. Es ist so toll. 0,190 FEE. Das 450 ist auch total toll. Ich weiß, aber das war mir ein bisschen zu teuer. Das 450er ploppt und klopft weniger. Das war mir zu teuer. Dann kaufst du dir einen Popfilter, der 10 Euro teurer ist, dann poppt das auch nicht so viel. Naja, es geht auch um die Grundgeräusche. 450 kostet doch nicht, und auch nicht wesentlich mehr als das 450. Doch, 40 Euro. 20 Euro. 20 Euro, ich wollte gerade sagen. Halt doch deine Klappe. Es war mir trotzdem zu teuer. Ja, dann 10 Euro den Popfilter und dann bist du schon... Aber ich mag dieses Mikro sehr gern. Das ist fast das gleiche, naja, egal. Ich hätte sowieso am liebsten ein Rode, aber das ist mir zu teuer. Ich hätte auch gerne Rode. Ich hätte auch gerne Rode NT1A. Ihr könnt jetzt spenden. Nur an mich, bitte. What? Schickt einfach die Spenden an mich und wenn wir genug Geld zusammen haben, kaufen wir uns jeder ein Rode. Brauche ich nicht. Ich vertraue dir nicht. Würde ich auch nicht.
So, jetzt gehe ich zu Arena, Lena. Ja, ich auch. Cool, ich habe Brot dabei. Was für eine Arena? 78 Stück. Wir haben bei dem Studio Neumann stehen. Also Neumann-Mikrofon, das ist richtig cool. Wir haben Herrn Neumann im Studio stehen. Hä? Wir wollen da hinten eine Arena bauen. Eine Spleef-Arena. Aus Holz? Aus Holz. Eine Wutin-Arena. Hast du bist du irgendwo im Studio angestellt oder was? Was nein, willst du da? Nicht. Geh weg! Ja, das weiß ich ja, aber hast du da so ein. Vorsicht, Lückhand, da. Ich hab also ich selber hab noch ein Studio und wir haben noch so ein Studio, wo wir halt hingehen, wenn das Home-Studio rumspackt. Was aber auch besser ausge. Du machst hier alles kaputt, du!